Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FSX Flug Video. Ich begrüße euch recht herzlich hier mit dem Airbus A330-300 von Qantas in Sydney. Nachdem wir das letzte Mal hergeflogen sind und die Simulation abgestürzt ist, fliege ich hier heute nochmal. Diesmal starte ich hier, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abstürzt, deutlich geringer. Wir fliegen heute von hier einen Flugwunsch nach Hongkong mit diesem A330. Und ich würde sagen, wir gehen doch gleich mal rein. Ich entschuldige mich noch ganz nebenbei dafür, dass es in der letzten Zeit so wenige Flugvideos gab. Das hat private Gründe. So, hier sind wir im Cockpit, alles cold and dark. Und ich würde sagen, wir schmeißen doch gleich mal Battery 1 and 2 an. Connecten die externe Power. Machen die Nothing Logo Lights on und starten sämtliche Fuel Pumps. So, da haben wir hier unten auch schon Licht und ich habe gleich vergessen, Fracht und alles zu kalibrieren, deswegen nochmal ein kleiner Cut. So, da bin ich wieder zurück. Treibstoff und Nutzlast sind eingestellt und ich würde sagen, wir starten mal mit der Programmierung. Wir fliegen heute von Sydney nach Dallas Fort Worth nicht, sondern nach Hongkong, wie ich schon gesagt habe. Das ist VHHH. Flight Number ist die QFA015. Ausgedacht haben. Flight Deck, Flight Index ist 98 und Flight Altitude. Wir versuchen mal auf 340 Algon IRS. Next Page, das Zero Fuel Way, da habe ich mir hier aufgeschrieben. Zero Fuel Way. 100 steht bei 164.5. Rein damit und the Block Fuel ist 38. Passt. Flight Plan. YSSY Departure. Wir gehen raus. Über. Schauen wir mal. Wind, Knoten. 3-4 würde ich sagen. Gehen wir über die 3-4 links raus. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch die richtige Departure. Was haben wir denn hier? Rick. Die Rick 2 Departure nehmen wir da mal. Insert, schaue ich mal, ob ich dazu noch einen Chart finde. Ich habe gerade eben schon geschaut und da habe ich keine gefunden. War mir aber nicht sicher, wie das im FSX genannt ist. Da gibt es manchmal Abweichungen. Da haben wir sie. Richmond Departure. Ganz einfach, wir starten anschließend Left Turn to Richmond. Left Turn, da müssen wir mindestens 1500 Fuß hoch sein, ansonsten ja, dürfen auf keinen Fall rechts drehen wegen der 3-4 rechts, die ebenfalls in Betrieb ist. Deswegen 1500 Fuß mindestens, dann Left Turn. Dann passt das. Von Richmond geht es weiter über die H202. Nach WLG. Von dort geht es weiter über die Romeo 340. 340 nach Onivi und weil das hier beim Blackbox immer so lange dauert, kürze ich jetzt mal ganz kurz ab, weil das nicht so das Spannendste ist für euch. Gehen wir weiter nach Sapno Direct und nach Direct Sapno kommt anschließend
Betty. Da. Nehmen wir nicht Betty, nehmen wir direkt Mango. Next Waypoint. Und welchen nehmen wir denn da? Gut, dann müssen wir jetzt doch mal gucken, weil von hier aus beginnt dann der Anflug auf Hongkong. Es ist Nordhalbkugel 13 Nord oder 20. Ich weiß gar nicht, welche Grazie hat Hongkong? Können wir ganz schnell gucken. In Zeiten vom Internet google ich das einfach schnell, während ich hier nebenbei ein bisschen weiterrede und versuche dabei einigermaßen vernünftige Sätze rauszubekommen. So. Muss ich nur noch kurz laden. Haben wir denn da auch irgendwo die Koordinaten? Nö. Ist ja schon mal nicht so geil. So, ganz kurz noch. Okay, 22 Grad Nord, 15 Minuten, 144 Grad Ost, 114. Also würde ich sagen, 21 und 114 passt. Würde ich sagen, nehmen wir die. Von dort programmieren wir nachher dann weiter. Flaps, wir starten mit 2 ab 0,5. Max Temperature ist 45. Und V1 ist bei 145, VR bei 149 und V2 bei 154. Passt. Damit haben wir das Flugzeug soweit programmiert. Wir können uns hier nochmal ganz kurz das anschauen. Ja. Passt. Hier haben wir 1500 Left Turn. Richmond und dann weiter to the north. So, ich würde sagen, wir are ready for departure. Dafür drehe ich noch schnell hier die 34.000 Fuß ein, auf die wir nachher steigen werden. Ja. No. Dann würde ich sagen, starten wir mal die APU. Machen die Beacon Light on. Und sagen mal vor Pushback and Departure, lass uns direkt zurückstoßen. Handling by Jetstar ist natürlich auch nicht ganz richtig, aber egal. Und solange schon alles ist. Taxi Briefchen. Hello, Captain. We are ready for pushback. Wir müssen gucken, wir sollten soweit eigentlich auch ready sein. APU is available. Die gehen off. Beacon passt, ist on. Läuft. Gut.
Warten wir doch. Departure check completed. Live husband inserted. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Alright, parking brake is off. And we have the clearance for engine start. Dementsprechend. Engine mode to start. APU bleed noch an. Und ich würde sagen, starting engine number one. Valve ist geöffnet. 34 PSI. Und wir sehen schon, PSI geht hoch. Sind bei 2 momentan. Dann laufen die Rolls-Royce-Triebwerke an. Und der Spirit of Australia pusht zurück. Flaps setzen wir dann gleich noch auf 2. 23, 40 Grad steigt. Passt soweit. So, left engine is stable, starting right engine. Hinten sehen wir Terminal 3 mit Jetstar und Virgin. Hier in 1 und 2 sind Qantas und alle anderen Fluggesellschaften untergebracht. Set parking brake. Parking brake is set. Please prepare aircraft for taxi. So, wie schaut's aus? Alright. Both engines are stable. Das heißt, Engine Mode Selector normal. APU bleed off. APU off. Taxi Light. Ne, lassen wir nochmal an. Off. Unlocking gear. Alright. Auto brake max. And speed brakes. Truck disconnected. Bypass pain removed. So, dann würde ich sagen, Spoilers are armed. Hier haben wir das Taxi-Briefing. Wir sind rausgepusht. Wo Intel 4 steht. Also wir stehen gerade auf dem Weg Intel 3. Ich weiß gar nicht, gibt es da noch eine genauere Karte? Left is clear. Right is clear. Auf jeden Fall stehen wir da. Fahren jetzt hier vorne links vom Apron runter, dann über Golf, Alpha, 2 Holding Point, Alpha 6. Das war's dann auch schon. Alles klar. Würde ich sagen. Parking Brake ist off and we start with the taxi. Weil ich weiß mich, ich mich gerade erinnern, hier, Cathay Pacific, der kam wahrscheinlich aus Hongkong. Ich wurde gefragt, wie das mit dem Taxien geht beim Black Box, weil viele das Problem haben. Oder das, weil ein paar das Problem hatten, dass sie beim Taxien das Ruder voll ausschlagen, aber das Rad sich nur minimal bewegt. Das ist richtig so, denn man muss eine, das ist von Blackbox ganz clever eingebaut, das habe ich glaube ich auch schon mal im ersten Video mit dem Blackbox A330 erwähnt. Man muss ein Tastenkürzel belegen. Das Tastenkürzel ist im FSX für Fanghaken runter oder Hookdown.
Und wenn man das drückt, schaltet man quasi, wenn man diesen Flugzeug fliegt, von Bodensteuerung auf Luftsteuerung um. Das heißt, Moment, ich habe vom Taxi schnell, ich habe den Inhalt Q belegt, habe ich das gedrückt. Wenn ich jetzt das voll links einschlage, sehen wir, wie sich vorne das Rad dreht, aber das Ruder hinten nicht. Wenn wir jetzt gleich auf der geraden Strecke sind, kann ich euch gleich beweisen, was passiert, wenn ich das wieder umstelle. Mal ja, wenn es nicht mit in der Kurve, sonst haut es mich hier raus. Jetzt machen wir jetzt hier gleich eine Runway crossen und die Virgin Australia mir kackenfrech entgegenkommt. Mach's einfach so, dass man nicht merkt, dass wir hier gleich kollidieren. So, wir gucken gerade auf die Instrumente, da außen ist nichts. So, ich habe nichts gesehen. So, Direct Crossing Runway. So, ich muss noch Taxi Light anmachen. Auf jeden Fall, jetzt sind wir auf der geraden Strecke. Wer jetzt wieder? Boah. Not that fast. So, auf jeden Fall drücke ich jetzt nochmal Umschalt Q und jetzt sehen wir, das Ruder bewegt sich und das Flugzeug bewegt sich nur ganz langsam. Geht natürlich, hier kann man das machen, aber wenn man um scharfe Kurven will, wie so gerade eben, reicht das nicht. Das ist ganz clever, denn dass man beim Ruder noch minimal Spiel hat, ist eben, dass wenn man auf dem Runway den Start läuft, dass man da sich mittig halten kann. Finde ich ganz cool gemacht, weil normalerweise ist es ja so, dass dann immer das Seitenleitwerk im FSX mit rumdreht, was ein bisschen unrealistisch ist, weil in Wirklichkeit gibt es ja auch zwei verschiedene Sachen. Aber da muss man eben die Installationsanleitung lesen, wo das alles drin steht. Ja, wunderschön. Taxiieren wir hier. Bisschen zu schnell. Mit dem 330 zur Runway. Machen wir noch einen kleinen Screenshot für ein Thumbnail mit dem Power im Hintergrund. Das ist eine echt schöne Scenery, muss man sagen. Gefällt mir. Im Hintergrund auch die Stadt und es läuft relativ stabil dafür, dass sie eigentlich so detailliert ist. Und was noch viel detaillierter ist, dass ich schwitze wie sonst noch was, weil es hier mal wieder affenwarm ist. Und in Australien ja auch ab und zu mal ein bisschen wärmer. So. Der A320 ist 7 Seemeilen away. Den sehe ich natürlich nicht auf meinem Ding. So. Auto Brakes gehen wir auf Max. Die Passenger Signs müssen natürlich auch noch an. Bisschen spät, aber ich habe es gerade im E-Com gesehen. Und Takeoff Config Test. Alles klar. Normal. Welcome status, no blue, direct lineup on runway 3-4 left. Oder? Ja. Hoppla. Hoppala. Bin ein bisschen weit rausgeschossen, aber egal. So, und sobald ich vollen Schub gebe, stellt sich das übrigens wieder um. Das mit dem Ruder. Strobe on. All lights on. Alles klar. We are ready. Clear for takeoff.
Crosset. Eighty knots. Crosset check. V1 and rotate. Positive climb, gear up. Und da steigen wir über in Sydney Kingsford, den internationalen Flughafen von Sydney halt. Hinweg und ich würde sagen, gehen wir unseren Left Turn. Ja, viel zu früh, war noch nicht auf 1500, aber das passiert, wenn man euch ein bisschen schöne Videos, schöne Aussichten zeigen will. Treff nicht. Thrust climb. Steigen ein bisschen stärker. Wunderbar. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Ja, ich würde sagen, war doch ein schöner Start. Und dann machen wir doch gleich mal Autopilot 1 on. Und setzen die Flaps auf 1. Wer sich wundert, warum ich jetzt das mit der Maus mache, mein Joystick hat sich mal wieder verabschiedet, lustigerweise. Passiert manchmal, ist durchaus nervig. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken, hoffe es hat euch gefallen und hoffe wir sehen uns dann im Anflug auf Hong Kong wieder. Ich verabschiede mich jetzt hier erstmal an dieser Stelle, genieße noch ein bisschen Ausblick über Australien und den Flug über Australien und hoffe wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, haut rein, euer Ben 274. Ciao.